Asphaltfurore, der Podcast. Straßentechnik aufs Ohr. Willkommen zu Asphaltfurore. Das letzte Mal vor der Sommerpause. Weiter geht's am Montag, den 21. September. Heute spricht Patrick mit Mario Juve, dem Geschäftsführer von der Asphalttechnik Juve. Was ein Roboterarm im Handeinbau, die Champions League der LKWs und eine entspannte Handeinbaukolonne gemeinsam haben, erfahrt ihr jetzt. Diese Folge wird präsentiert von Amtec, ihr Spezialist für Asphalt, Thermocontainer und Thermomulden als Abroller, Kipper oder Festaufbau. Hohe Nutzlasten, geringes Eigengewicht, maximale Sicherheit für Ihr Personal. Besuchen Sie uns auf amtec-abt.de. Ich wünsche euch viel Spaß bei Straßentechnik aufs Ohr. Guten Tag, Herr Juve. Ich grüße Sie. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Podcast. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, genau. Wir nehmen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir nehmen montags morgens auf, deswegen der guten Morgen. Herr Juve, Sie sind Geschäftsführer von der Firma Asphalttechnik Juve und wir haben uns heute hier verabredet, dass wir mal ein bisschen über etwas sprechen, was Sie schon jetzt eine Weile im Einsatz haben, und zwar den Sprider. Jetzt wird vielleicht nicht jeder wissen, was der Sprider ist. Wollen Sie uns mal ganz kurz in ein paar Sätzen schildern, was ist der Sprider? Was nutzen Sie da? Korrekt. Also wir nutzen einen Sprider. Das ist ein schwedisches Modell. Der LKW kippt sozusagen in eine Schnecke rein, die dann zusammengefasst wird zu einem Auslass. Dieser Auslass läuft dann über einen Topf und der Topf hat wieder eine Abführung wieder durch ein Schneckensystem. Und dementsprechend voll hydraulisch eingesetzt wird das Material halt eben gefördert. Aus der Mulde direkt, also über so einen, ich sag mal, Auslassarm kann man, glaube ich, sagen, wenn man ihn live sieht, ne? Genau, also an der Mulde direkt ist eben ein Auslassarm mit so einem Förderband, oder kann man das so sagen? Ja, das kann man beschreiben. Genau. Und das nutzen Sie aktiv im Asphalteinbau? Im Asphalteinbau. Wir haben natürlich auch schon mal Schüttgüter auch damit gefördert. Unter anderem Splitte oder sogar ein kleinkörniges Schottertragschicht, also trockenes Material. Ja. Und aber ausschließlich nutzen wir das halt eben für den Asphalt. Mhm. Tragschichten, Deckschichten, Binderschichten und auch mittlerweile auch Gussasphalte. Dient natürlich einer schnellen Bearbeitung des Materials oder Verarbeitung des Materials im Baustellenbereich, im Handeinbau. Das heißt im Endeffekt, der LKW wird ganz normal, die Thermomulde wird ganz normal an der Mischanlage verladen. Der hat eben diesen Arm hinten dran, kommt dann dran und dann müssen Sie nicht mit der Schubkarre irgendwie oder mit der Schaufel das irgendwo rausschütten, sondern das wird automatisch rausgefördert. Der Arm ist beweglich. Ja, genau. Durch Gelenke. Gelagerte Gelenke, genau, und ist natürlich wie so ein Roboterarm über mehrere Abteilungen zu verstellen in einem großen Radius. Der wird mittig aus dem LKW angesetzt und hat dann ungefähr einen Radius von 4,50 Meter, also ja, genau, Schwenkbereich. Okay, das heißt, Sie bauen quasi, Sie haben es gerade schön gesagt, mit einem Roboterarm ein. Das heißt im Endeffekt, der Handeinbau hat sich bei Ihnen massiv verändert. So höre ich das jetzt raus. Also leistungstechnisch auf jeden Fall. Wenn man sich vorstellt, vorher mit Schubkarre, mit einem normalen Thermomulde oder mit einem Radlader, sehr aufwendig. Mhm. Was jetzt bis zu einer Leistung von 35 Minuten, 15 Tonnen eingebaut werden kann, ist natürlich eine sehr ergiebige und hohe Leistung im Handeinbau. Ja,
Das heißt, kann man irgendwie pauschal sagen, wie viel mehr Sie jetzt so an so einem Tag einbauen können durch dieses, durch diesen Roboterarm, durch den Spreeder? Also wenn die Fahrzeiten nicht, also wenn die, wenn wir genug Fahrzeiten haben oder zumindest die Fahrzeiten nicht unseren Tagesablauf extrem beeinträchtigen, haben wir, wir haben Leistungsschübe bis zu 150% der Zeit. Ja. Okay. So, und das macht schon viel aus. Also, ja, definitiv. Und die Kollegen auf der Baustelle sind wahrscheinlich auch, wie soll ich sagen, sehr die müssen entspannt. Jetzt. Genau. Sehr entspannt. Also die Kollegen, die wollen gar nichts mehr anderes. Die wollen keine Schubkarre mehr sehen, nichts mehr. Also ist schon extrem entspannt. Ist natürlich im Handeinbau ist natürlich immer noch eine gewisse ein gewisser Kraftaufwand klar. abzurufen, aber eben wenn man einen Top-Spreader-Fahrer Bediener hat, der mit dem Schneckensystem gut verteilen kann, dann ist das kaum noch erwähnenswert, was man da abzieht. Also Sie dürfen quasi jetzt gar nicht mehr ohne Spreader auf die Baustelle kommen. Das ist korrekt. Sonst herrscht da ja. Arbeitsverweigerung. Ich verstehe. jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben einen oder Sie brauchen und haben wahrscheinlich dann auch einen Top-Spreader-Bediener. Wie kann ich mir das vorstellen? Was muss der Mann oder die Frau können? Also ist auf jeden Fall erstmal ein LKW-Fahrer, Fahrerin. Mhm. Und sie muss natürlich mit der Technik klarkommen. Man hat ein Bedienpult, also eine Fernbedienung am Körper hängen, wie man auch mit so beim normalen Kran arbeitet. Vielleicht gibt es noch andere Maschinen, die man mit Fernbedienung bedient. Und diese einfachen Bewegungen, die Hebelbewegungen müssen natürlich perfekt sitzen. Man muss ein Feingefühl haben, was man natürlich erst auf Dauer lernt, klar. Nicht sofort. Das ist klar. Also man ist, also das, der Bediener, der momentan dafür, der da drauf angesetzt ist, der macht das sehr feinfühlig. Und ja, dementsprechend hat man auch sauberes Arbeiten. Also wenn ich das selber bediene, ist das schon mal so abrupt, dann wird ein Haufen mal zu groß oder zu klein und das merkt man schon, wenn man nicht tagtäglich damit umgeht. Okay, aber das ist wie mit allem, Übung macht den Meister so ein bisschen. Übung, ne? Macht also, den Meister. Jetzt muss ich mal noch anders fragen. Sie haben ja gerade gesagt, Mensch, Fernbedienung mit dem Arm. Kann ich mit der Fernbedienung jetzt auch den LKW steuern? Das ist korrekt. Also wir haben es gibt einen Zusatz, also der Spreader selber wird mit der Fernbedienung bedient. Die Firma aus Schweden, die stellt auch Fahrantriebe her für den LKW, einen elektrischen Fahrantrieb, der über die Kardanwelle läuft. Und man kann im Schritttempo maximal 5 km/h, glaube ich, den LKW bedienen und noch zusätzlich fahren, um nicht das Einsteigen und das Aussteigen über der Bauphase unnötig zu strapazieren, sage ich mal, je nach Baufortschritt. Und dementsprechend hat man einen reibungslosen Ablauf, ne? Also einen schnelleren, deswegen sage ich 35 Minuten im Schnitt, liegen wir bei 15 Tonnen Tragschicht bei einer Einbaustärke, die man um die 10 cm aufwärts hat. Ne? Also umso feiner und dünner das Material wird, umso langsamer dauert es natürlich, weil klar wird eine größere Fläche beansprucht. Und aber diese Reco Drive, wie der Hersteller das nennt oder wie man das allgemein nennt, das Gerät ist natürlich top. Ne? Also das ist auch ein Hingucker auf jeder Baustelle. Das glaube ich. Wenn wir im öffentlichen Raum arbeiten, also wenn dann auf einmal der LKW vorrollt und da sitzt keiner drin, das Lenkrad dreht sich, ist wie ein großes Spielzeug für Erwachsene. Das glaube ich, was man früher als Kleinkind mit den ferngesteuerten Fahrzeugen hatte. Ne? Ja, cool. Das ist dann so ein bisschen die Champions League des LKW-Fahrens, so ein bisschen. Ne? So stelle ich es mir jetzt vor. Ja, korrekt. Spannend. Ja, sehr, sehr cool. Also
ja, würde ich auch mal gerne so steuern. Glaube ich auf jeden Fall, dass da die Leute Spaß haben und vor allen Dingen der Hingucker, das kann ich mir vorstellen. So autonomes Fahren oder autonome LKWs ist ja jetzt noch nichts, was irgendwo ansatzweise üblich wäre. Jetzt haben Sie es vorhin schon angesprochen, Sie machen es auch mit Gussasphalt. Ist da der Nutzen ähnlich hoch wie mit dem normalen Asphalt oder gibt es da irgendwas zu beachten, irgendwelche Einschränkungen? Nein, also die einzige Einschränkung ist, dass ich mir ganz einfach diesen Rekodrive erspart habe. Okay. Und das kostet natürlich Zeit. Ne? Ansonsten hat man mit dem, das System ist fast identisch, nur halt eben, dass man eine Schnecke weniger hat. Und man kann ein relativ sauberes Arbeiten damit erwirken. Dadurch, dass man gleichmäßig das Material aufbringt. Ja. Und jeder, der im Gussasphalt arbeitet, der weiß, was das für eine Manpower ist. Gussasphalt im Handeinbau, dass man, wenn man 12 Tonnen oder weniger reicht auch schon im Handeinbau einbaut, das, was man da an Personal benötigt, was man nicht mehr braucht. Das ist nämlich der große Vorteil bei dem Spreader, bei beiden Systemen, dass man das Personal komplett um zwei oder drei Leute reduzieren kann. Wow. Und nur aus dem Grund, da wir sowieso Probleme haben, Fachpersonal zu finden, ja, eben. Haben wir das Problem. Und daraufhin habe ich mich für diese Maschine entschieden, was wahrscheinlich nicht die letzte sein wird, weil ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich eine vierte Maschine dazu kaufen. Okay, also Sie haben quasi den Fachkräftemangel bei sich mit dem Spreader so ein bisschen in den Griff gekriegt quasi, oder? Also wenn Sie sagen, zwei bis drei Leute weniger und Sie machen ja trotzdem 150% mehr quasi. Das sind ja gigantische Zahlen. Also das ist ja, ja sehr, sehr ordentlich. Ja, und wir haben natürlich auch keinen extremen Überschuss an Material, weil wir punktgenau bestücken können, wie auch immer. Ob wir jetzt punktgenau bedeutet, das Material fördern und dann wechseln wir halt eben zur nächsten Baustelle. Ne? Ja, es wird nichts weggeschmissen, weil es schon irgendwo in der Schubkarre ist. Ja, relativ genau, wenig weggeschmissen. Das kommt auch noch dazu. Ist natürlich mit einem Thermobehälter hat das auch funktioniert. Weil wenn der Thermobehälter zu ist, dann ist er zu. Mhm. Und die halbe Schubkarre, die packt man dann nicht mehr oben rein. Das hat man mit dem Spreader natürlich auch. Aber wenn man jetzt mit einem normalen Muldenfahrzeug arbeitet und kippt was ab und hat eine Tonne zu viel, dann ist die Tonne zu viel. Die muss man wieder verladen. Und das hat man nicht. Ne? Also wir haben eine relativ saubere Arbeit. Was natürlich auch den Fahrzeugen dem Fahrzeugen ansieht. Wir haben unsere Flotte besteht aus weißen Fahrzeugen mit Edelstahlblechen. Also das sieht, die Fahrzeuge sehen top sauber aus. Und was wir natürlich auch mit beweisen wollen, dass die Arbeit auch sauber sein kann. Ja, ich wollte gerade sagen, also saubere Fahrzeuge im Asphaltbau sieht man meistens sonst nur, wenn sie neu angeliefert werden. Ne? Ja, also, ja. Das ist dann schon eine Ausnahme. Ja, nicht schlecht. Und wie sieht es denn jetzt aus, wenn Sie jetzt irgendwo Kleinfertiger haben? Machen Sie sowas auch, dass Sie das dann auch damit bestücken? Oder? Also sehr oft arbeiten wir mit einem Beschicker im Großradgehwege, mit dem Fertiger. Aber wir haben natürlich nicht immer die Aufträge. Und wenn man sich so ein Gerät anmietet, ist natürlich sehr teuer. Dann machen wir natürlich im Wechsel. Wir kriegen am Stück 50 Tonnen auf die Baustelle im Wechsel mit dem Spreader. Und beschicken dann unter anderem Seitenwege oder gerade wenn man mit dem LKW nicht reinkippen kann, also unseren Kleinfertiger, Radgehwegfertiger. Wir haben von der Firma Ammann einen. Und den Gehwegfertiger? Kleinen, ganz kleinen Fertiger, ja, noch kleiner, den kleinsten, den es gibt sozusagen. Ja, und ich kenne den. Kann man nur von oben bestücken oder mit dem Radler, wie auch immer, wird mit dem Radler von oben bestückt. Man kann da nicht mal mit dem LKW reinkippen, da ist top. Ne? Also ich sage mal,
ein unterbrechungsfreies Arbeiten, sag ich mal. Ja, und man spart sich den Radlader, der die ganze Zeit da schaufeln muss. Ne? Also das ist ja auch nochmal ein Faktor. Ja, also wenn ich mal zusammenfasse, sauberes Arbeiten. Transporte werden erspart. Ja, also stimmt. Die Baustellentransporte, Maschinentransporte. Ne? Also wenn man dann nur den Fertiger in die Waldseen bringen muss und der Rest macht das Frieda. Also von daher, ja. Seit wann nutzen Sie die Sprida jetzt? Wann war der erste Einsatz? Ich glaube, das war vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, okay. Vor 2 Jahren, das wäre dann 2018, Ende 2018, ja. Und was würden Sie sagen, wie lange hat es gedauert, bis jetzt so diese Effekte, die Sie jetzt beschrieben haben, also weniger Abfälle, sauberes Arbeiten, weniger Transporte, viel, viel mehr Leistung, wir haben von bis zu 150% gesprochen. Wie lange hat es gedauert, bis Sie das erstmalig gemerkt haben? Das nach dem ersten Tag. Direkt nach dem ersten Tag. Ja. Sofort. Ich habe mir das in Schweden angeschaut, war vor Ort, habe mir eine Einbaukolonne angeschaut, war 2-3 Stunden vor Ort beim Einbau, habe mir das angeschaut, wie die halt arbeiten, mit wie viel Personal die rausfahren, hatten uns unterhalten und die Sachen auch ohne Schubkarre. Ja, also wenn der Chef jetzt sagen würde, wir müssten mehr in der Schubkarre arbeiten, würden die alle aufhören. und das habe ich sofort umgesetzt in meiner Firma, habe mir 2-3 Leute genommen, die dann etwas problemfreier sind und habe mit denen das sozusagen begonnen. Das hat super funktioniert und mittlerweile sind alle überzeugt, auch die Skeptiker unter meinen Leuten. Und die wollen gar nichts mehr anderes. Ja. Besser geht's doch gar nicht. Also wenn ich zusammenfasse, Sie haben viel, viel mehr Auslastung mit weniger Personal, also Fachkräftemangel ist bei Ihnen jetzt weniger das Thema. Sie arbeiten mit weniger Abfällen, sauberer, sparen sich Transportkosten. Also das Brida war und ist für Sie in der Firma scheinbar ein großer Gewinn bisher gewesen. Ein sehr großer. Ja, Herr Juwe, dann vielen, vielen Dank für die wirklich vielseitigen und spannenden Einblicke zum Thema Sprida und dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, mit uns im Podcast darüber zu sprechen. Ich sage herzlichen Dank und vielleicht hören wir uns auf diesem Plattform mal wieder. Bis dahin. Danke. Ja, danke Ihnen auch. Ne? Ebenso. Ciao. Ja, tschüss. Das war's mit unserer Folge 30 Tonnen Handeinbau pro Stunde. Diese Folge wird präsentiert von Amtec. Ihr Spezialist für Asphalt-Thermocontainer und Thermomulden als Abroller, Kipper oder Festaufbau. Hohe Nutzlasten, geringes Eigengewicht, maximale Sicherheit für Ihr Personal. Besuchen Sie uns auf amtec-abt.de. Die nächste Folge gibt's nach der Sommerpause am Montag, den 21. September. Frohes Schaufeln, eure Julia.